Sehe ich ja schon. Umsonst Enchanter, glaube ich, ist das. Ein gratis Enchanter. Ja, ist es. Damit verzaubere ich mir. Ja, ich glaube, die hier, die sind ganz fett. Cool, ich habe Sockel drauf. Geil. Zwei Stück. Jetzt. Ich glaube, vorher hatte ich nur einen. Vielleicht auch keinen. Zack. Jetzt schnetzel ich mich relativ flockig, locker flockig durch. Obwohl mein Trankverbrauch schon hoch ist. Im Vergleich zum Trank-Income ist das zu niedrig. Ach, zu hoch. Quasi. Aber dann muss ich mich halt mit Gold eindecken. Goldtränke. Würde mich nicht wundern, wenn ich bald die One-Hitten könnte. Bin ich. Ach, hier war es ja falsch. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Hier war Sackgasse und dann bin ich hier fast verreckt. Oder vielleicht bin ich hier sogar verreckt. Und dann bin ich hier durchgekommen. Guck mal, wie süß sie sich schlagen. Wenn ich quasi nur mit meinem Auto-Hits draufhaue und er nicht crittet, sieht das süß aus. Inwiefern man süß definiert. Nee. Scheiße. Da war richtig, oder wie? Nee, hier lang. Alter. Da haben die mich gerade kurz low bekommen. Nachdem sie dann... Oh, ein dicker Gegner. Den treffe ich nicht mal. So. Dann sind wir im Floor 33 jetzt. In wenigen Minuten erreichen wir Floor 33. Zur rechten eine dunkle Säule des Verderbens. Zur linken das Ponyland. Wir fahren aber geradeaus Richtung Hölle zu Ordrak. Noch zwei Floors. Direkt ein dicker Gegner am Anfang hier. Zwei sogar. So, ich hab den gleich. Zack, 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 zack. Wo ist denn der andere? Hat er sich weggebeamt? Mich verarschen? Hat sich weggebeamt oder wie? Wo ist denn der zweite große? Oder habe ich beide aus Versehen erledigt? Quasi.
Ach, ich habe keine Tränke mehr. Oh, 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 oh. Ja, ich war gerade in Tranknot. Ach. So. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Equip totaler Crap ist und ich deswegen hier so viel Schläge kassiere. Ja, das beinahe durch runterbürsten können. Beinahe. Beinahe hatte ich... Ich hatte schon ein paar Nahtoderfahrungen hier. Aber naja. Sowas schreckt mich nicht ab. Ich muss die Welt retten. Sleeping Dogs kommt übrigens in den nächsten Tagen. Ich glaube, ich let's play das. Glaube ich. Oh shit! Ja, ich hatte keine Tränke. Ich hatte keine Tränke und ja, bin verreckt. Passiert, würde ich mal sagen. Ne. Ach, hier ist der Schmied schon direkt. Hat er dicke Sachen? Nein, 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 nein. Keine Waffen mit einer 5 am Anfang. Nein, 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 nein. Doch, hier ist eine Pistole. Geil. Rüstung, 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 Rüstung. Nein. No. 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 Nein, ist totaler Mist. Obwohl, sind ja besser als meine jetzigen. Ja, die sind besser. Tatsächlich. Ja, Mann. Dragon Slayer. Dragon Slayer Shoulders. Dream Clasp, Dream Wader. Oh, ich habe zwei Stück hiervon. Oho. Oho. Dream Zeugs. Oh, oh. Fast hätte ich es gekauft. So. Ah ne, ich sollte Tränke kaufen. Nicht direkt die dicken, oder? Die hier reichen? Reichen die? Welche habe ich hier drin gehabt? Das sind die, okay. Ja, dann muss ich die wohl kaufen. Ich glaube mal, ich habe genug. Ja, ich habe genug. Ich setze aber erst die schwächeren Tränke ein. Die sind ein Stack. 50 Stück, 20 Stück. So. Hier vorne bin ich wahrscheinlich verreckt. Ja. Gepflastert mit Items und ja, Leichen sind ja weg.
haben sich ja aufgelöst. Ey, die Kleinen reichen ja vollkommen, ey. Eigentlich. So wie ich hier mitbekomme, reichen die Kleinen vollkommen. Volle Geldverschwendung. Von den Großen so vielen so viele zu kaufen, aber egal. Da kann ich gegen anheilen. Sind die sogar bei sowas? Ja, eigentlich sind die nicht schlecht. Solange ich nicht mehr Leben bekomme, durch Items kann der mich gut hochheilen. Deswegen finde ich Rüstung auch besser. Denn Rüstung kann man besser hochheilen. Beziehungsweise wenig Leben mit viel Rüstung hält er auch gut was aus. Kann man besser hochheilen. Wenn man so viel Leben hat, dann verbraucht man ganze Tränke. Tränke. Oh, One-Hit. One-Hit. Zack, zack, zack. Yee, ein dickerer Gegner. Oh, da bin ich gefährlich niedrig gekommen. Kann also durchaus mal sein, dass mich irgendwann jemand runterbürstet, wenn ich ganz low bin. So wie jetzt. Ich hab mein Auge gekratzt. Fame has increased. Und ich habe einen Skill bekommen wieder. Woher das? Ja, Mann, es wird immer und immer und immer und immer mehr. Ich frag mich, woher ich die Skillpunkte zwischendurch bekomme. Woher bekommt man die denn? Ich bin noch gar kein Level abgekommen. Oder habe ich die ganze Zeit nicht geskillt? Könnt ihr mir ja nochmal schreiben, wenn ihr wollt. Könnt ihr ein bisschen spulen und schreiben. Ich kann ja schlecht zurückspulen. Ich weiß nicht, ob ich halt nicht geskillt habe oder ob ich die zwischendurch bekommen habe. Aber wenn zwischendurch, dann woher? Sowas übersieht man doch nicht. Bei einem Level Up skillt man halt ganz normal und dann... Alter, was ist das? Ja, dann geht man weiter so nach dem Skillen und... Übersieht man sowas doch nicht. Hau zu. Ja, Mann. Ein Set. Gegenstand. So, das gucke ich mir an. Oh. Ho. Ja, Mann. Habe ich 3 Teile vom Set und habe 4% Blockchance. Jetzt fehlt mir noch 1. Cool. Ich hatte noch nie sowas, so viele Teile. Ich glaube, ich hatte sogar noch nie 2 Teile von einem Set. Jetzt habe ich sogar 3. Ich spiele übrigens auf dem neuesten Patch
1.15. Da wurde ein bisschen Content hinzugefügt. Ein paar Sachen könnt ihr in den Patch Notes lesen, aber ist, glaube ich, für mich eher uninteressant, weil ich die Änderungen eh nicht bemerke. Weil ich nicht weiß, wie es vorher war und ja, ich habe keinen Vergleichswert. Aber da sollen ein bisschen Content hinzugefügt worden sein, so ein Kram und ja, eventuell auch neue Gebiete, also neue Maps. Also nichts Großartiges, ihr müsst ihr jetzt nicht den Torchlight 1, weiß ich nicht, ja, es ist halt nicht so ein groß, nee, keine großen Veränderungen, aber sind welche drin, viele kleine. Oh, Spell. Grant. Entweder verbraucht das Ding mehr Mana oder Mana kostet um 10. Oh, ich bin Level gestiegen. Diesmal. Keine Panik, ich bin Level gestiegen. Sackgasse. Da unten hin. Führt das irgendwo hin? Aber hier sind Gegner. Gegner sind gut. Gegner bedeuten mehr Gegner. Gegner bedeuten mehr Gegner. So, ich habe auch schon wieder eine Stunde rum. Irgendwann in den nächsten Minuten wird geschnitten. Ich glaube, ich spiele das jetzt durch. Ich beende die Aufnahme nicht. Ich glaube, ich spiele durch. Bis irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Ein Spielabsturz oder so. Oder ein Festplattencrash. Oh, shit! Bin ich ja nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Der hätte mich auch ganz leicht töten können. Das hätte auch schief gehen können. Sie wollen mehr. So. Langsam muss ich aber auch mal den Exit finden. Im Floor 34, im vorletzten, bin ich dann. Ist er hier? Hallo, Level Exit. Am besten noch 10 Champs davor setzen, damit ich ein Level abbekomme. Hier ist schon mal einer von 10. Fast aus den Latschen gekippt. So, 20% von Level 33. Da bin ich ja gut dabei. Guter Mann. Tot. Ja. Sehr viel Laufarbeit jetzt, aber dafür verliere ich keine 10%. Das ist mir doch zu viel. Ja, das ist mir zu viel. Ja, was gibt's zu erzählen? Wieder mal so. Oh, puh. Ich habe meine Waffen in letzter Zeit nicht verbessern können, weil ich nichts Neues gefunden habe. Wir sind vermutlich kurz vor dem Level-Exit gewesen. Vor dem Tod.
und sind dann im Floor 34. Im 35er ist Ordruck, der Böse, der uns hier mit dieser Ember-Magie verflucht hat und damit wahrscheinlich die Welt Torchlight unterwerfen will. Vermutlich.